Meine lieben Zuschauerchen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Grand Theft Auto 5. Wir sind immer noch mitten dabei, uns der Epsilon-Sekte anzuschließen. Ein bisschen angeschlossen haben wir uns schon. Wir wollen Aufträge und Missionen für die machen und dafür gibt es jetzt hier die nächste Mission. Wir landen einfach mal mit unserem wunderschönen Buzzard-Kampfhelikopter und gucken mal, oh mein Gott, und gucken mal, was hier die nächste Mission ist. Komisch, ein hellblauer Wohnwagen. Gar nicht auffällig. Kiflam! Kiflam! Come on! You've discovered great things! Über die Wahrheit aus! Kiflam, brother, father, you now know we're not alone. And you've discovered the importance of higher beings, celebrities, like me, as people to worship and guide you to truth. Here, this is your medal for your achievements so far. Chris is very happy with you. Indeed I am happy, Xandar. You have achieved great things. But it is as a blink of the eye. Unless you achieve more, you shall not survive the apocalypse. Chris has spoken. Kiflam, Xandar, you're nearly a true thesis. Your antithesis is almost quelled. Oh, it was so great! And very reasonably priced, too. Ah, quell my antithesis. It's easy. Just bring a small donation to Chris at the Epsilon Center in the city. But first, you must wear your medal and your attire, and run 5 miles through the desert. Kiflam! Kiflam. So, was? Tschüss, Jungs und Mädel. Was möchten Sie von mir? Jetzt innerhalb der Epsilonismus-Pilgerzone. Wandere in Epsilon-Rom 8 Kilometer durch die Wüste. Was? 8 Kilometer? Das dauert doch Stunden. Wisst ihr, wie viel 8 Kilometer sind? Das ist quasi einmal durch die komplette... durch die komplette... Also wenn wir zum Beispiel... mit dem Auto da von ganz unten in Los Santos nach ganz oben fahren. Das sind, glaube ich, gerade mal so 6 Kilometer oder mehr. Yeah, 0,2 Kilometer habe ich gemacht. 200 Meter. Also, ganz ehrlich, 8 Kilometer, das ist doch wirklich, die haben doch diese Epsilon-Dinger nur erfunden, damit man sich abplackert und sich selbst quält, weil das Ganze auch so sinnlos ist, oder? Das kann doch nicht ernsthaft sein, dass ich jetzt 8 Kilometer durch die Wüste laufen muss. Das dauert doch locker eine halbe Stunde oder länger. Ich meine, wir haben ja damals mal den Triathlon gemacht. Falls ihr euch erinnert. Der Triathlon mit Franklin. Yeah, 0,3 Kilometer. Den Triathlon mit Franklin haben wir ja mal gemacht. Das hat ja auch schon eine halbe Stunde oder noch länger gedauert. Und da habe ich auch schon einen Krampf im Finger bekommen vom ganzen X-Drücken. Ich glaube, wir machen das ganz einfach so. Also ich weiß nicht, das ist erstmal jetzt gerade am Anfang. Okay, das kann ich ja noch drin lassen. Ich rede ja auch gerade noch mit euch. Das ganze Ding über werde ich jetzt nicht durchreden können zum einen, weil mir nichts mehr einfallen wird. Das wird ja sehr lange dauern. 0,5 Kilometer haben wir. Also gleich haben wir den ersten Kilometer, wenn wir jetzt nochmal so viel laufen und dann nur noch 7. Also, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich das jetzt irgendwie einfach mache, ja. Also, ich muss es ja machen, es gehört ja dazu. Und dann das Ganze entweder auf schnell mache, so wie auch wahrscheinlich bei dem Schlafen gehen. Also, ich werde das Ganze dann wahrscheinlich vorspulen, dass ihr es viel schneller seht. Oder ich schneide es raus, aber rausschneiden ist eigentlich langweilig. Ich glaube, ich mache das Ganze schneller. Sieht auch lustig aus dann. Und dann seht ihr, wie ich da also wirklich die ganze Zeit hier rumlaufe. Und könnt euch das dann anschauen. Aber ich werde dann da halt jetzt nicht mehr reden. Also wir laufen jetzt einfach nur noch. Ist aber auch eine verrückte Sache. Ich meine, wer kommt auf solche Ideen, dass man 8 Kilometer laufen muss, oder? Und dann auch noch in der Wüste und dann auch mit so einem dicken Anzug. Also in echt würde man da aber locker verrecken bei. So, 10% haben wir. 10% haben wir. Kiflom, 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 genau. 10% haben wir. 0,8 Kilometer in Epsilon Rom durch die Wüste gelaufen. Also, es ist doch krank. So ein Bullshit. Wer findet denn sowas? Weiß ich, dachte, der Triathlon wäre schlimm gewesen, aber nee. 8 Kilometer durch die Wüste joggen ist auch nicht viel geiler. 1 Kilometer, jawoll. Wir haben einen von 8. Wir haben einen Achtel haben wir geschafft. Hallo Vogel. Na, mein Kleiner. Können wir mal hier ein bisschen rumlaufen. Also ein bisschen werde ich jetzt noch reden und dann werde ich gleich vorspulen.
Aber ihr müsst ja auch bedenken, dass, wenn ich das vorspule, für euch ist das schön zum Zuschauen, ja? Ich muss das Ganze, ich kann das Ganze nicht vorspulen, ich muss das wirklich machen. Man könnte natürlich seinen Controller so ein bisschen festklemmen, das geht, also sagen wir mal, wenn ich den nach vorne klemme, den, linken Analogstick, dann kann ich den Controller einfach hinlegen und brauche nur noch X drücken. Wenn ich den nach links, dann läuft er nämlich im Kreis. So, wenn ich den nach links klemme, den, linken Stick, und dann kann ich den Controller einfach auf den Schreibtisch legen, quasi. Und kann irgendwie Fernsehen schauen oder irgendwas am PC machen. Und einfach mit einer Hand dann die ganze Zeit X drücken auf dem Controller. Und dann hätte man es eigentlich auch geschafft. Würde ungefähr auf selbe hinauskommen. So, jetzt haben wir 1,3 Kilometer. Also 8 Kilometer sind eine ganze Menge. Ja, jetzt haben wir gleich 20% bei 1,6. Das ist aber wirklich schlimm. Das ist wirklich, wirklich sehr schlimm. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? 8 Kilometer durch die Wüste laufen. Wobei, so richtig Wüste ist das gar nicht. Guck mal, hier sind auch noch gelbe Blümchen und Sträucher. Also so richtig Hardcore-Wüste. Wir haben ja auch noch andere Gebiete hier in der... hier oben im Norden von Los Santos, wo noch für sehr viel mehr Wüstengebiet ist. Mit nur Sand und so. Aber hey, so viel bin ich noch nie gelaufen. Hat der eigentlich schon volle Ausdauer? Ja, hat er. Okay, sonst hätte ich gedacht... Ja, ist okay. Like everyone else. Ja, genau. Oh, 20%. Sonst hätte ich gedacht, wenn das jetzt, Soll ich verpeilt. Achso, würde ich sagen, wenn der die Ausdauer noch nicht voll hätte, dann wäre das natürlich jetzt die perfekte, Möglichkeit, die Ausdauer voll zu kriegen, aber die hat er schon voll. Also, im Endeffekt hat das auch einen Vorteil, ja, dadurch, muss ich keine Pausen machen, sondern ich kann durchsprinten. So, 1,8 Kilometer. Gleich haben wir die ersten zwei. Darf ich hier auch hin, oder ist das nicht mehr das Gebiet? So ein bisschen hier durch die Fabrik laufen, oder ist das nicht mehr, zählt das nicht mehr? Können wir ein bisschen Sightseeing machen hier. Ich kann mir einfach so eine Runde ausdenken. Vielleicht zählt das noch, ja, es scheint noch zu zählen. Keflam! Also bis jetzt habe ich es noch nicht geschnitten, bis jetzt laufe ich noch und rede. Gucken, wie lange ich das durchhalte. Irgendwann werde ich anfangen, vorzuspulen. So, ich laufe einfach mal bis hier zu dem Ding. Ja, bis hier zu dem Ölbohrer. Dann hier weiter. 2,1 Kilometer. Warte mal, 0,8 waren 10%, 1,6 waren 20%, dann sind 2,4 Kilometer schon 30%. Wir haben gleich schon 30% geschafft. Hey, geht ja richtig ab hier. So, jetzt laufen wir wieder Richtung Fabrik. Also in echt könnte ich das niemals 8 Kilometer durchsprinten. Kann ja keiner, kein Mensch aushalten. Kann ich mir nicht das Auto nehmen und damit laufen? Nein, wahrscheinlich nicht. Also den Betonmischer. Wie lange brauche ich denn für 100 Meter? Wir können ja gleich mal gucken, wenn 2,5 da steht, zähle ich mal. Dann kann ich es mal hochrechnen. Ungefähr zähle ich dann. Ich habe ja keine genaue Zeit, aber... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 22 Sekunden für 100 Meter. Das war viel. Da brauche ich ja, da schaffe ich in einer Minute 0,3 Kilometer. 300 Meter pro Minute sind 1 Kilometer in, ja, knapp 3 Minuten, sagen wir mal 3,5 Minuten pro Kilometer, mal 8, 8 mal 3,5, 3 mal 8 sind 24, ja, knapp eine halbe Stunde muss ich laufen. Tatsächlich, das ist also länger als der ganze Part, wenn ich das jetzt nicht vorspule. Oder aber, wir machen einfach einen reinen Sprintpart. Das kann man natürlich auch machen.
Man kann ja einfach nur den ganzen Part durchsprinten, ne? Dann ist das halt ein einzelnes Video, ein GTA-Part, nur gesprintet. Ich meine, gut, der Triathlon war auch nicht viel mehr, ne? Der war auch nicht spannender eigentlich im Endeffekt. Mich auch nur gesprintet. Gut, da hatte ich wenigstens noch irgendwie Gegner, gegen die ich gesprintet bin. Da hatte man noch so ein bisschen den Ehrgeiz auch, möglichst schnell zu sein, weil man halt auch Gegner hatte. Hier laufe ich jetzt im Endeffekt einfach nur im Kreis auf einer Fläche rum. Ja, es gibt nicht mal irgendwie eine Strecke oder irgendwas, sondern ich laufe einfach nur. Aber die Hälfte haben wir auch gleich schon geschafft. Das geht ja eigentlich, ne? Also ich laufe jetzt seit vielleicht 9 Minuten ungefähr. 9 bis 10 Minuten laufe ich ungefähr schon. Und wenn wir die Hälfte gleich haben, gut, dann ist es ungefähr eine normale Partlänge. 18 Minuten, 20 Minuten eine. Einmal die 8 Kilometer laufen. 3,2 haben wir nämlich jetzt schon. Also ich weiß nicht, ich mag es halt gerade irgendwie hier zu laufen und zu reden, ne? Wenn ich jetzt aufhöre, also wenn ich das vorspulen will, muss ich ja aufhören zu reden, weil ich kann ja schlecht vorspulen und dann reden, weil dann klinge ich ja selber auch 4-mal schneller. Und dann kann man sich das Ganze schlecht anschauen. Also, noch spule ich nichts vor, das müsst ihr also bis hierhin alles selber überspringen. Ihr wisst ja, was vorkommt, ihr wisst ja, was euch erwartet. Wenn ihr jetzt weiter schaut, wisst ihr, dass ich weiterhin laufen werde und dass ich weiterhin Blödsinn quatschen werde. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, springt halt weiter. So, wir laufen nochmal hier über den Hügel, ist zwar ein bisschen langsamer. Da kriege ich weniger Meter, aber egal. Einmal hier hoch und wieder runter. Woo! Schön meine blaue Weste, oder? Mein blauer Anzug. Gar nicht so hässlich. Wunderschön. Like wie ein schönes Schmetterling. Kifflom. Ich will gar nicht wissen, wie oft der Kifflom sagt. Vor allem, wer beobachtet denn, wie viel ich laufe? Mein Gott, das sieht doch keiner. Im Endeffekt kann ich auch einfach sagen, ich bin 8 Kilometer gelaufen, oder? 3,5 haben wir jetzt jedenfalls. Warte mal, das war ja 0,8, 1,6, 2,4, 3,0 waren 40%. Und 3,0 waren 40%. Kifflom. Nee, das macht gar keinen Sinn. Nee, 3,2 waren 40%. So, und 4 Kilometer sind 50%. So macht Sinn. Noch 300 Meter, dann haben wir die Hälfte. Dann haben wir 50% geschafft. Dann würde ich sagen, ich mache das so. Die ersten 4 Kilometer habe ich jetzt mit euch zusammen gemacht. Die habe ich geredet. Und die nächsten 4 Kilometer werde ich einfach das Ganze dann vorspulen, ne? Also ich werde die selber natürlich laufen müssen, aber werde die dann im Video beschleunigen, ne? Aber dann haben wir zumindest die ersten 4 Kilometer gemeinsam gemacht, mit Reden und ohne Vorspulen. So, jetzt noch 100 Meter und dann spule ich vor, komm. Über Stock und Stein und über Blumen und Felder und Sand und Wiesen mitten durch die Wüste. Und irgendwann kippe ich zusammen, weil ich nichts getrunken habe und dann kommen die Vögel und essen meinen Kadaver auf. Lecker. So, 4 Kilometer, warum? Ich werde jetzt einfach weiterlaufen und das Ganze dann beschleunigen. Bis gleich. Und steht mir bei in Gedanken und denkt daran, dass ich das nicht vorspulen kann und dass ich im Endeffekt nochmal genauso lange jetzt X drücken muss und laufen muss. In der langweiligen Wüste. Bis gleich. Brother, father, son, Kifflom. Who's this? The divine truth.
Chris Formage. Hallöchen. I fought many mythical beasts in that desert in my previous lives. You are very near to quelling your antithesis. I've been following your progress very closely. You have? I'm everywhere all at once. One more mile, and you will have arrived at where you are. Make me proud, Xandar. Kraft be praised. Yeah, hallöchen, der Chris persönlich hat mit uns gequatscht. Das ist immerhin der Oberbabo-Chef von, ne, ihr wisst schon, der Oberchef von dem ganzen Ding da. Die Sonne geht langsam unter, wir haben jetzt nur 1,2 Kilometer vor uns und der hat uns gerade angerufen, um uns nochmal Mut zu machen, die letzten Kilometer noch durchzustehen. Ich habe das Ganze jetzt bis hierhin wahrscheinlich vorgespult, das war auch jetzt nicht so viel abgesehen. Ich habe da so ein bisschen hier so Slalom gemacht, habe mir so ein bisschen was zu tun gesucht, damit das Laufen nicht so langweilig ist. Das hat eigentlich auch relativ viel Spaß gemacht, um diese Dinger rumzulaufen. Und jetzt haben wir nur 1,2 Kilometer, das heißt, den letzten Kilometer werde ich jetzt wieder mit euch zusammenlaufen, einfach weil ich es kann und weil der gerade angerufen hat und... Dann haben wir noch mal ein bisschen was, auch gemeinsam und so, ne? Den letzten Kilometer müssen wir noch mal zusammen durchstehen. Es geht jetzt doch schneller als erwartet eigentlich. Meine Finger tun zwar schon weh inzwischen, aber es war jetzt gar nicht so schlimm. Ich bin ein bisschen hier durch die Gegend gelaufen, ein bisschen über die Büsche, durch die Büsche, um die Büsche und so weiter. Und jetzt haben wir noch einen Kilometer gleich und den schaffen wir jetzt auch noch zusammen, oder? 7,1 Kilometer, ja, siehst du mal. Geht doch voran hier. Jetzt kommen bestimmt gleich schon die bösen Tiere nachts hier raus. Oder ich erfriere. Tagsüber wird man hier eher den Hitzetod sterben, vor allem mit dem warmen Anzug, mit dem Pyjama, den er anhat. Und jetzt gleich kommen dann die Nachtviecher raus und dann wird's nochmal... Also dann kommen erstmal die bösen Monster der Nacht und außerdem auch die... Kälte vor allem. Nachts in der Wüste wird's ganz, ganz kalt. Und da er sehr geschwitzt sein müsste inzwischen, dürfte er dann eigentlich relativ schnell erfrieren, aber... Ist ja alles jetzt nicht so realistisch. Ich bin echt froh, dass ich genug Ausdauer habe. Sonst müsste ich immer noch Pausen machen zwischendrin. Aber so kann ich einfach durchsprinten. Und das geht ja dann eigentlich. Jetzt haben wir auch nicht mehr viel vor uns. 8 Kilometer müssen wir laufen. Wir sind jetzt bei 7,4. Noch 600 Meter, Leute. 600 Meter. Ich will gar nicht wissen, wie oft der jetzt schon Kifflam gesagt hat, der Michael. Also ich würde dieser Sekte allein schon deswegen nicht beitreten, weil ich dann 8 Kilometer durch die Wüste laufen müsste. Das würde für mich schon als Ausschlusskriterium ausreichen, ganz ehrlich. Die Qualen würde ich mir nicht antun. 7,6, so, noch 400 Meter, wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig, wir sind gleich fertig. Ich laufe jetzt schon seit über 22 Minuten durchgehend. Also in echter Zeit. Dann könnt ihr ja mal schreiben, wer von euch 100% gemacht hat bei dem Spiel. Ich meine, das gehört halt leider nicht zu den 100% dazu. Okay, machen wir es anders. Schreibt mir nicht, wer 100% gemacht hat, sondern schreibt mir mal, wer das hier gemacht hat. Das Epsilon-Programm von euch. Und ob ihr das auch ernsthaft, also ob ihr das auch ehrlich gemacht habt, also so wie ich, dass ihr wirklich selber gelaufen seid, oder ob ihr einfach euren Controller festgeklemmt habt und dann irgendwas anderes gemacht habt dabei. Aber ich mach das Ganze ehrlich, ich kämpfe mich durch die Wüste und die letzten 100 Meter, jawoll! Sprinte, mein Lieber, sprinte! Einfach geradeaus! Wir haben es gleich geschafft! Meine Güte, war das eine Anstrengung! Ich hoffe, es kommt nicht noch sowas. 8 Kilometer durch die Wüste gewandert. Pilgerwanderung abgeschlossen. Alter Schwede. Oh mein Gott. Naja, gut. Wieder ein Schritt mehr, ne? Und jetzt fühle ich mich wie ein Meister. Und was ist jetzt? Kriege ich dafür jetzt irgendwas Tolles oder muss ich hier in der Wüste verweilen? Kein Anruf und nichts. Keine Anerkennung, kein blaues Fragezeichen, kein Geld, niemand, der mir sagt, hey, hast du gut gemacht, Michael. Na dann, das Erste, was ich mache, ist mir ein Fahrzeug holen. Nee, das nicht unbedingt, vielleicht ein Taxi. Ich würde sagen, dann machen wir das so, wir holen uns wieder ein Taxi und gehen mal speichern. Ich vermute, das wird wieder von uns erwartet, dass wir wieder schlafen gehen. Nach so einem 8-Kilometer-Lauf sollte man sowieso mal ein Päuschen einlegen und ein bisschen schlafen, oder? Stay where you are. I got a driver right around the corner. Thank you. Alter, war das schlimm. Meine Güte. Das war anstrengend. So. Oh, nee, da ruft es schon an. Moment, Taxi kann warten. Am I finished?
No. Your journey is just beginning. Oh, nee, komm. Have you cast off the cane? Have you observed your inefficiencies? I guess so. Then they no longer exist. You are ready. Ready for what? To make another investment in yourself. Bring a generous tithe to the center in Vinewood, and I will personally receive you. Okay. Machen wir. Aber erst einmal muss ich wahrscheinlich nach Hause, oder? Keine neue Mission auf der Karte? Nein, nichts. Dann gehen wir erstmal speichern. Beziehungsweise schlafen, nicht speichern, schlafen. Das war Übe die Wahrheit aus und ich glaube, danach kommt nur noch eine Mission, die letzte. Die letzte Kifflom-Mission, Alter. Was ein Höllentrip. Auf was habe ich mich da nur eingelassen, als ihr gesagt habt, mach das Epsilon-Programm. Das war aber nur ein Qual-Programm. Aber jetzt kann ich sprinten wie ein Weltmeister. Hey, your dad's back. Ja, ich komme gerade aus der Wüste. Ich habe gerade einen 8-Kilometer-Lauf hinter mir. Oh mein Gott. So, wir gehen erstmal speichern, schlafen, wie auch immer, schlafen. Und gucken dann mal, ob ein neues Fragezeichen aufkreuzt. Oder eine neue Epsilon-Mission, eher gesagt. Schön die Kette, die er umhat, ne? So eine Sonne oder so. Oh, jetzt haben wir schon direkt das nächste. Ja gut, dann los. Ich habe meinen Anzug an, ich bin gewappnet. Der ist zwar jetzt... Erstens habe ich den jetzt schon seit bestimmt 15 Tagen an, ohne ihn zu waschen. Habe mich auch nicht einmal geduscht. Und außerdem bin ich damit 8 Kilometer durch die Wüste gelaufen. Das heißt, der müsste so verschwitzt sein, dass der bis zur Hölle stinken muss. Aber egal. Den lassen wir an und fahren zur Sekte. Ist das schön, wieder Auto fahren zu können und nicht mehr laufen zu müssen. Diese Entspannung. Kiflom, Brother. Kiflom. The Epsilon Program. Aha. Das ist deren Hütte. Geil. Welcome, Zandar. I'm so happy. Vergiss die Wahrheit. Understand everything. Well, I know nothing, Chris, with no H. Well, then you know everything. Kiflom. Kiflom. The tract is being written. We're writing the tract together. Together. I'm writing the tract here. Do you have the cash? Yes, yes, I do. Today, I was speaking with Carpetan in the Paradigm 4. And he said that we should deliver some of the Apocalypse funds to the Cayman Islands. Ah, Kiflom. Then you and I can write the tract. Kiflom. Zandar, tell me, have you reached... my paradigm. Kiflom. Now, are you ready to write the tract? Kiflom. Just make sure to deliver this big bale of cash to my helicopter. Oh, and I'm sure you'll be pleased to know Kraf is very impressed with your progress. Ah. Kiflom. Oh mein Gott. Folge dem Epsilon-Sicherheitsdienst. Okay, ich musste denen gerade $50,000 zahlen. Stay in convoy, Zandar. Chris is placing a lot of trust in you with this assignment. Und wir liefern gerade einen Haufen Bargeld. Wir liefern gerade einen Haufen Bargeld ab in wunderschönen babyblauen Wagen. How much money is in here anyway? Da wurde er plötzlich abgehackt. Was ist denn, wenn ich nicht weiterfahre? Hör mal. Oh, wir werden sogar noch verfolgt. Überall blaue Autos. Parke das Auto am Abwieferpunkt. Ja, was ist denn, wenn ich das nicht mache? Was denn, wenn ich das Auto klaue? Da ist doch Geld drin. Weiche dem Epsilon-Sicherheitsdienst aus. Zildor,
Was denn? Ich will das Geld doch nur klauen. The objectionable person must be eliminated at all costs. I don't know what Chris saw in him. Ich will doch nur euer Geld klauen. Lasst mich in Ruhe. Don't worry. I have a visual. He's going west. Oh mein Gott, der scheiß Heli schießt auf mich. Die sind nicht so glücklich damit, glaube ich, dass ich deren Geld klauen will. Ich weiß gar nicht warum. Was habt ihr denn dagegen? Ihr braucht das doch nicht. Das sollte eh auf die Cayman-Inseln. Hilfe! Die Sekte ist hinter mir her. Der scheiß Heli, den werde ich nicht los. Ich glaube, ich baller den runter. Meint ihr, das geht? Darf ich aussteigen? Was passiert wohl, wenn ich aussteige und einfach den Heli runterhole? Oder ich fahre weiter. Oder ich suche mir irgendwas, wo ich runter kann. Fahr! Fahr, Michael, wir haben Bargeld da hinten drin. Nicht, dass ich es bräuchte, aber ich habe denen so viel Geld gegeben. Ich kann ihm ruhig mal ein bisschen was zurückgeben. Anyone on the ground still with us? No. Juhu! What? 2,1 Millionen? Vergiss die Wahrheit. Alter Schwede, okay. Das war's anscheinend. Ich hätte das Geld auch abliefern können, glaube ich. Kiflam! Yeah! Das war das Epsilon-Programm. Wir sind durch. Oh mein Gott. Hellblaue Autos. Und Polizei. Chris ruft mich an. You fucking traitor. After all we've done for you, you can consider your enlightenment revoked, you son of a bitch. And you can consider this my refund. Don't you realize how powerful I am? I make or break Vinewood careers. I will destroy you. Gotta go, brother. Kiflam. You are unsavable. You will be the fertilizer of the 10th paradigm. Das war das Epsilon-Programm. Das waren die Kiflam-Missionen. Wir hätten das Geld halt, wie gesagt, denke ich, auch abliefern können. Aber egal, 2,1 Millionen, die stecke ich mir auch gerne mal selber ein. Erst recht, wenn ich mit so einem wunderschönen blauen Auto fahre. Außerdem musste ich viel Geld ausgeben, musste viel durchmachen. Und das hat sich doch gelohnt. Spaßig war es auf jeden Fall. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich fand es ganz lustig. Zeigt auf jeden Fall mal so ein bisschen, ist natürlich klare Kritik an Sekten wie Scientology, würde ich sagen. Und zeigt uns halt einfach mal, wie krank das alles ist, was da so abgeht. Gut, ob die da wirklich auch im Kreis laufen müssen in der Wüste, das wage ich zu bezweifeln, aber trotzdem. War ja mal ganz nett eigentlich, das Ganze zu machen. Ich fand's gar nicht so schlecht. Bam, 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 mal ein bisschen das Auto tunen. Die Farbe bleibt auf jeden Fall. Ich will ein cooles... cooles... Oh mein Gott, das Nummernschild! San Andreas Kiflam. Oh, wie geil ist das denn? Die Farbe bleibt auf jeden Fall. Ich will nur den Rest mal ein bisschen tunen. Das ist ja im Endeffekt das Auto, was Michael sowieso fährt. Nur halt jetzt als Kiflam-Auto. Gar nicht so schlecht. Ich glaube, das hatten wir eh nicht ganz getunt, das eine. So, das ist jetzt mein neues Kiflam-Sektenauto. Ich habe die Sekte übernommen, beziehungsweise ich habe denen das Geld weggenommen. Auch gut. Bin ja leider rausgeschmissen worden. Yeah! Kiflam! Kiflam! Geil war es auf jeden Fall. Coole Sache. Oh mein Gott, jetzt sehe ich überall diese hellblauen Autos. Ist der auch hellblau oder ist der weiß? Ne, der ist weiß. Okay, ich dachte schon. Ich sehe jetzt überall hellblaue Autos. Das macht mir Angst. Die verfolgen mich. Naja, Chris ist nicht so zufrieden, dass wir ihm das Geld weggenommen haben. Aber ist egal. Kiflam ist Kiflam. Gut, das war's mit dem Epsilon-Programm. Mal gucken, womit wir demnächst weitermachen. Ich könnte mir vorstellen, halt ein
Cheat-Video. Ich könnte mir vorstellen, wir machen... ja, mir wird schon was einfallen. Wir schauen mal. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Vielleicht jetzt erstmal ein paar Tage nicht. Aber es soll noch ein bisschen weitergehen. Euch erstmal einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.